Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute unglaublich leckere Guinness Short Ribs aus dem Dutch Oven und wenn du wissen möchtest, wie man die macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Jeden Montag neue Dutch Oven Videos und jeden Donnerstag neue Grillvideos. Und während die Kohlen durchglühen, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Denn es gibt natürlich einiges zu tun bei unseren Short Ribs und da habe ich hier erstmal ja zwei Rippen und wenn du auch solche Short Ribs hast, dann solltest du die als erstes mal in der Mitte teilen bzw. so teilen, dass jeweils eine Rippe und ein Stück Fleisch zusammenhängt. Und danach wird das Ganze gewürzt, nämlich gesalzen und ordentlich gepfeffert. Achte darauf, dass du so viel Pfeffer dran packst, wie du verträgst, wie es dir schmeckt. Ich bin jetzt nicht ganz so der pfeffrige Typ, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir nehmen nicht ganz so viel Pfeffer und wälzen es lieber einmal ordentlich dadurch. Die Beef Ribs oder Short Ribs, die werden dann zur Seite gepackt und jetzt geht's ans Gemüse. Das hier, das ist Staudensellerie und der wird einfach von oben nach unten runter gehackt, so in mundgerechte Stücke. Kleiner Spoiler vorab, ich hatte leider irgendwie keinen Mixer in der Outdoor-Küche, deswegen habe ich die Soße am Ende nicht püriert, sondern habe das so, ja, wie so ein Eintopf gegessen. Kann ich dir auch empfehlen, schmeckt unglaublich gut, aber eigentlich kannst du die Soße auch genauso gut durchpürieren, dann wird es halt eben so eine richtig leckere Guinness-Soße. Als nächstes haben wir Karotten und zwar drei an der Zahl, die geben so eine gewisse Süße in das Gericht, ist ja so typisch Wurzelgemüse und das schneidest du auch erstmal ein bisschen kleiner. Dafür habe ich die Möhren einfach in der Mitte geteilt und dann von oben nach unten runtergeschnitten. Wenn die Soße hinterher püriert werden soll, dann kannst du dir das Schälen im Grunde auch sparen und kannst die Karotten einfach ordentlich abwaschen. Das geht genauso gut. Als nächstes haben wir, um das Wurzelgemüse-Potpourri perfekt zu machen, ein wenig Lauch und den einfach von oben nach unten runterschneiden. Ich werde immer wieder gefragt, hör mal, warum hast du eigentlich immer nur so Lauchstücke? Das liegt daran, weil ich meistens im Supermarkt solche Gemüsepäckchen kaufe. Da steht dann meistens irgendwie Suppengemüse oder sowas drauf. Und da sind direkt passend solche Stücke drin. Einfach mal die Augen aufhalten. Und nun Knoblauch. Ja, Knoblauch kann man nie genug haben. So ist es auch in diesem Rezept hier. Ich habe mich jetzt für 2 Zehen entschieden. Du kannst aber 3, 4, 5, 6, 8 oder 12 nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und nach dem Knoblauch ist vor der Zwiebel, sage ich ja immer. Und da wir schon länger nicht mehr gesehen haben, wie wir eine rote Zwiebel schneiden, habe ich mir gedacht, ich zeige euch das Ganze mal. Und wenn du dich fragst, hör mal, was macht der Vollidiot da eigentlich die ganze Zeit immer mit den Zwiebeln und was soll denn das? Dies hier ist der einzige Kanal mit der echten und der einzig wahren Zwiebelliebe und wenn du Teil der Zwiebel-Army werden möchtest, dann pack's gerne unten in die Kommentare, denn hier ist die Zwiebel nicht einfach nur ein Gemüse, sondern wir geben der Zwiebel ein Zuhause. Vielen Dank an alle, die den Spaß mitmachen. Genug gescherzt, jetzt wird's ernst, denn wir machen am Dutch Oven weiter und die Kohlen, die sind unterdessen durchgeglüht und die gibst du jetzt auf eine feuerfeste Unterlage. Das kann entweder so wie hier ein Dutch Oven Tisch sein oder eine Waschbetonplatte oder Schotter, ganz egal wo, Hauptsache du fackelst den Garten nicht ab. Und dann gibst du den Dutch Oven auf richtig ordentlich Kohlen und jetzt kommt da als erstes mal Butterschmalz rein. Der Butterschmalz, der wird jetzt einfach zum Schmelzen gebracht und nun kommt das, worauf ihr die ganze Zeit schon gewartet habt, nämlich wir packen unsere Beef Ribs mit da rein und die werden jetzt von allen Seiten ordentlich angebraten. Nimm dir hier ein bisschen Zeit, es ist wirklich wichtig, dass du da Röstaromen dran bekommst, weil das gibt natürlich dann hinterher den Geschmack, den du haben möchtest und deswegen, du siehst hier, das ist richtig, richtig gut aus, wird schön braun und gleichzeitig ist der Dutch Oven aber auch nicht so heiß, dass dir der Pfeffer oder sowas verbrennt. Dementsprechend, wenn du dir da unsicher bist, dann erst später pfeffern. Wenn du so ein bisschen die Hitzeverteilung von deinem Dutch Oven kennst, dann ruhig so arbeiten wie ich, ansonsten später pfeffern. Und jetzt wirklich von allen Seiten, und so Beef Ribs, die haben einige Seiten, ja, werden die Ribs dann angebraten und dann kannst du sie aus dem Dutch Oven nehmen. Um da jetzt noch ein bisschen mehr Geschmack dran zu kriegen, kommt jetzt natürlich der Knoblauch und die Zwiebeln. Und wenn du dich fragst, wird der Knoblauch jetzt eigentlich nicht bitter? Wir haben schon ordentlich Energie rausgenommen aus
dem Dutch Oven, dadurch, dass wir halt die Beef Ribs angebraten haben. Und jetzt passt das mit der Temperatur und der Knoblauch wird tatsächlich nicht bitter. Generell hatte ich das Phänomen mit dem bitteren Knoblauch bisher noch nicht so wirklich. Wenn du das hattest, dann schreib's gerne mal unten in die Kommentare. Und während du das unten in die Kommentare schreibst, geht's hier natürlich weiter und wir rösten noch das Gemüse kurz an, ehe sich dann ein ganz wichtiger Geschmacksträger dazu gesellt, nämlich Tomatenmark. Einfach mit dabei geben und einrühren, ganz wichtig, dass du das jetzt auch nochmal einmal kurz mit anbrätst. Die genaue Zutatenliste, die gibt's übrigens wie immer am Ende vom Video und jetzt wird das Ganze, nachdem es durchgerührt ist, endlich wieder mit dem Fleisch vereint und wir geben unsere Beef Ribs mit oben drauf. Und nun kommen wir zu dem, was der ganzen Geschichte den Namen gibt, nämlich das Bier. In dem Fall natürlich ein dunkles Guinness, du kannst aber grundsätzlich jedes andere schwarze Bier nehmen. Und ach, ich möchte noch darauf hinweisen, das ist auch kein Product Placement für die Firma Guinness, sondern es ist einfach so, dass ich mir gedacht habe, ich mach mal was mit dunklem Bier. Und zu dunklem Bier gesellt sich jetzt noch ein bisschen Rinderfond und frische Kräuter. Den Deckel aufsetzen und jetzt ordentlich Briketts oben und unten drauf packen. Ich würde so 7 bis 8 Briketts nehmen und dann muss das Ganze 3 Stunden lang vor sich hinschmoren. Und nach 3 Stunden sollte das Ganze so aussehen. Und du siehst, es ist eine richtig schön dunkle Soße geworden. Und das, obwohl ich gar nicht erst püriert habe. Denn, wie ich am Anfang schon sagte, ich habe tatsächlich keinen Pürierstab zur Hand gehabt. Deswegen haben wir das Ganze einfach so gemacht. Und die Knochen, die lassen sich einfach so rausziehen. Das Fleisch ist wirklich butterzart geworden. Und dementsprechend, wenn du das dann aufschneidest, brauchst du eigentlich gar nicht wirklich ein scharfes Messer. Sondern es reicht im Grunde ein stumpfer Löffel. Denn du kannst einfach so da durchgehen und das Fleisch fällt schon fast so auseinander. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das unbedingt mal nachzumachen. Wie gesagt, jetzt packst du das Ganze zurück, dann rührst es nochmal durch, denn dann saugt sich das Fleisch natürlich mit dieser leckeren Soße nochmal ordentlich voll und dann servierst du das Ganze. Ich kann dazu übrigens empfehlen, entweder Spätzle oder andere Nudeln oder du nimmst irgendwie Knödel oder ein Kantenbrot. Hauptsache ist, gibt noch irgendwas dabei, ansonsten wäre ja ein bisschen langweilig. Und wenn du noch weitere Rezepte rund um den Dutch Oven suchst, dann kann ich dir unser Buch Dutch Oven ans Herz legen. Da findest du 60 Rezepte für deinen Feuertopf. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bekommst du jetzt gleich natürlich noch das Rezept bzw. die Zutatenliste. Denn das Rezept, das ergibt sich ja nun mal hier aus dem Video und meistens ist es jetzt alles nichts, wofür man studiert haben müsste und das bekommst du hin. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bleib mir gerne gewogen, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und schreib unten unbedingt einen Kommentar in die Kommentarsektion. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss!